tatsächlich, Freunde. Heute passiert etwas ganz Besonderes. Wir werden das unbedingt brauchen. Und schaut euch das mal an. Heute geht es um das Thema Brennschneiden mit besonderen Gasen. Deswegen ist der liebe Carlos heute am Start von der Firma Harris, genauer gesagt Lincoln Electric. Und du wirst mir heute was zeigen und erklären? Igor, ich werde dir heute zeigen, also wie man zum Beispiel also so einen dicken Brocken also dann bleiben kann. Lieber Carlos, was brauchen wir alles, um Metall mit Brenngasen zu trennen? Welches Equipment werde ich benötigen? Also wir brauchen also dann Sauerstoff, wir brauchen ein Brenngas, in dem Fall hier haben wir Propan. Dann brauchen wir die entsprechenden Druckminderer, wir brauchen die Flammenrückschlagsicherungen, wir brauchen ein Autogenschlauchgarnitur und wir brauchen also den Handschneidbrenner. Das ist grundsätzlich schon alles und wir können diese fetten Klamotten damit schneiden. Ohne Problem, genau. Was sind das hier für zwei Kandidaten und warum sind die Schläuche, haben unterschiedliche Farben? Also diese Teile hier heißen Flammenrückschlagsicherungen. Und die Flammenrückschlagsicherungen, die sorgen dafür, also, dass wenn ein Flammendurchschlag oder ein Gasrücktritt, also, wenn das dann entsteht, dass, dann, also, dass es nicht dann in Druckminderung und die Gasflaschen reinfließt. Sicherheitsfaktor. Die Schläuche, ich kann ja nicht irgendwelche Druckluftschläuche installieren, die sind ja auch bestimmt genormt. Ja, die Schläuche sind genormt, also wie alle anderen Teile. Also das ist ganz wichtig, in diesem Fall hier, da kommt das so die Norm, die ISO 3821. Die haben unterschiedliche Anschlussgewinde. Beim Sauerstoff ist immer Rechtsgewinde, beim Propan bzw. Brenngas immer Linksgewinde. In dem Fall Sauerstoff blau. Propan, orange, ist auch alles auf dem Schlauch bedruckt. Und ich kann es nicht falsch anschließen? Nein. Und die ganzen Schläuche gehen einmal in den Brenner hinein. Und hier ist es nochmal sehr wichtig, bei Propangasen, was haben die zwei Jungs zu bedeuten? Genau, also das ist jetzt bei alle, bei unserem Handschneidbrenner, da werden extra Rückstromsperren eingebaut. Das sind Rückschlagventile, die verhindern also dann das gefährliche Gasgemische wieder dann in die Schlauchleitung und der Druckminderer fließen. Und hier ist der Hauptkandidat, der eigentliche Brenner, ohne den gar nichts gehen würde. Richtig. Und das hast du mir heute super erklärt, wie man das Ganze einstellen muss. Also, erstmal also kurz Umdrehung Propan. Propan erstmal. Und dann, wenn, dann kann man die Flamme anzünden. Und wenn die Flamme, die Propanflamme entsteht, dann kann man so dann Sauerstoff dazugeben und dann... Du drehst dann, bis du hörst, dass das richtige... Genau. Wenn der Brenner pfeift, ja, dann ist er gut. Drei Leitungen, kannst du mir kurz was dazu sagen, warum sind in diesem Brenner diese drei Leitungen? Genau, das sind das so die sogenannten gaseführenden Röhren. Hier wird das Anwärmsauerstoff, wird Brenngas, Propan und wird das Schneidsauerstoff in den Mischer werden die zugeführt. Also hier im Brennerkopf, der ist sehr robust geschmiedet, da ist ein Mischer eingebaut und hier werden dann die zwei Gase gemischt, bis es dann in die Düse, in der Düse vorne rauskommt. Richtig. Und das ist alles, mehr brauchen wir nicht, nein, alles aus einer Hand, Harris, Schläuche von Harris, Brenner von Harris. Und ich kann die fetten Klamotten damit durchtrennen. Genau. Carlos, das ist keine ungefährliche Angelegenheit. Welche Sicherheitsmaßnahmen sollten wir treffen? Genau, also man muss nicht vergessen, es wird hier mit Gasen gearbeitet. Also Sauerstoff, Brenngas. Also wenn man muss also wirklich auf einiges beachten. Persönliche Schutzausrüstung ist ganz wichtig. Also passende Klamotten, also Schutzbrille, gute Handschuhe. Man muss auch achten, natürlich, also, dass die Drücke passen, dass der Abstand also dann zum Werkstück, also, dass es auch gut passt. Also wenn man das auf alles achtet, also, dann wird, kann nicht, nichts Schlimmes passieren. Was hältst du davon, wenn ich mal mit einem Helm da auch arbeite? Ist das auch in Ordnung? Ja, das ist auch in Ordnung. Wenn man also einen Schnitt so also gut sehen kann, also,
Es wird also alles geschützt. Das ist alles in Ordnung. Perfekt. Carlos, mich würde die Technik interessieren. Wie muss ich hier vorgehen, dass der Schnitt mir gelingt oder worauf muss ich achten? Genau, Igor. Also, wenn Flammbild okay ist, dann kann man also mit dem autogenen Schneiden starten. Also man muss dann den Brenner muss also in die Position, es muss gut positioniert werden, also dass dieser Abstand zwischen Düse und Werkstück passt. Für jede Düse, es wird was, es gibt eine Düsentabelle, da wird was empfohlen. Also wir sagen also zwischen 5 und 15 mm, also das ist kein Problem. Es ist wichtig, also, dass man sieht, man muss dann mit der Vorwärmflamme, man muss das Material, das Werkstück auf Zündtemperatur bringen. Genau, das muss also dann, man sieht also, es wird, die Oberfläche wird orange, Farbe, es wird also noch nicht richtig glühen, es wird noch nicht schmelzen. Wenn dann diese orange Farbe dann also, wenn es dann dazu kommt, also dann kann man also dann auf den Streitsauerstoffhebel drücken. Und das Material also wird dann oxidiert und wird dann nach unten getrieben. Genau. Und man sieht dann also, dann wird hier kommt dann entstehen dann Schlacken. Man sieht also hier oben also man sieht die Schnittfuge. Wenn man also anfängt den Brenner langsam zu bewegen, da kommt dann die Schnittfuge. Man sieht unten also dann wird den das Austritt gehen. Genau. Und erst dann kann ich weitergehen. Und auf dann den also, Austritt warten, dann vorwärts. Richtig, gehen. Genau. Und dann einfach achten also was man eine Geschwindigkeit hier fährt und dann. Ich sehe auf deine Technik, dass du dich abgestützt hast, du hast ihn gut in der Hand gehabt und dann konntest du leicht führen und hat es dir einfach gemacht. Richtig, richtig wichtig, dass der Brenner dann stabil senkrecht bleibt. Wenn ich also einen Senkrechtschnitt machen will, also dann muss der Brenner auch senkrecht bleiben. Also diesen Abstand also versuchen, so gleichmäßig dann zu halten und auch die achten also auf die Geschwindigkeit. Carlos, was mich super geflasht hat, ich hatte immer Sorge, mit der Düse beim Schneiden etwas zu berühren. Du sagst, Igor, das ist gar kein Problem. Dieser Brenner ist so robust und die Düse auch, dass man einfach da draufhauen kann. Genau. Und also die Flamme wird nicht ausgehen. Also wurde der Brenner so konzipiert, das System. Also man kann also dann Oberfläche berühren, also Schnitt berühren. Der Brenner wird nicht ausgehen. Es passiert auch kein Rückschlag, nicht gefährlich. Also ist für den Anwender nur von Vorteil. Carlos, noch eine Frage. Ich sehe hier die eine Seite, die ist ja perfekt zugeschnitten. Du hast zu mir gesagt, das haben wir auch mit den Brenngasen gemacht. Natürlich sieht meine Handkante nicht so toll aus. Richtig. Wie ist es möglich, dass ich das so sauber hinbekomme? Was brauche ich dafür? Genau, man braucht dafür eine sogenannte tragbare Brennschneidmaschine oder einen Fahrwagen. Den haben wir ja mitgebracht. Den haben wir hier, genau. Also das ist ein Modell, es gibt andere Modelle, aber hier sieht man also ganz einfach. Mit der Maschine, also da ist ein Maschinenschneidbrenner, da ist der Gasverteiler, wird Gas zugeführt und also die Maschine kann man ganz leicht in die Position bringen, dann kommt die Kupplung an und dann man stellt hier die Geschwindigkeit, die Schneidgeschwindigkeit ein und die Maschine fährt dann vorwärts. Rückwärts fährt von allein. Das heißt, wenn ich solche hervorragenden Schnitte brauche, geht das nur halb mechanisiert, automatisiert, dann kriege ich das auch hin. Richtig. Ich finde es ja schon eigentlich unglaublich, dass wir heute mit dem kleinen Brenner, in Anführungszeichen, wenn man das Ding hier sich so anschaut, schon solche Materialstärken durchgehen. Was ist denn möglich mit diesem Brenner, mit der passenden Düse? Was kann ich denn maximal damit trennen? Also mit diesem Brenner hier kann man also mit 300 bis 350 mm schneiden, ohne Problem. Das müsst ihr euch vorstellen. Nimm jetzt ein Lineal und guck, wie viel 350 mm sind. Das sind, so dick sind die Panzer nicht. Ja, richtig, genau. Aber ich halte hier noch was anderes in der Hand und du hast auch noch etwas. Das hier ist auch ein Brenner. Was mache ich denn damit? Der Brenner in dieser Länge wird dann häufiger in Abfallwirtschaft, also in Schrottplätzen verwendet, weil häufiger liegen die Teile nicht also so schön also auf dem Schneidtisch. Die liegen also dann auf dem Boden, also ein auf dem anderen und dann muss der Anwender, der kommt dann und muss dann aufs Material kommen und dann schneidet er. Dann gibt es der Brenner hier. Wir haben jetzt vor kurzem einen Brenner mit 3000 mm lang geliefert. Also für bestimmte Anwendungen. Das heißt, ist alles dann alles möglich. Ich habe einmal den Abstand, ich bin weg von der Temperatur und ich kann große Bauteile damit behandeln. Genau. Ja, oh, das sieht ja schon. Boah.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Öltank auseinanderbrennen muss, kann ich auch von hier schon gut anfangen, oder? Genau, also das ist jetzt ein Brenner. Mit dem Brenner kann man je nach also, Ausführung, also man kann also über 1300 mm schneiden. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie sieht es aus? Wir haben heute Stahl geschnitten. Wie sieht es aus bei Chronickelstahl, also Edelstahl und bei Aluminium? Ja, das ist ein bisschen schon, da kommt schon die Komplikationen, weil beim Autogenbrennschneiden, also man muss das Material muss oxidiert werden. Und wenn dann diese Legierungselemente dazu gebracht werden, dann die verhindern dann also das Brennschneiden. Ja. Deswegen, also bei Aluminium also geht nicht. Bei Guss geht auch nicht. Also man muss also dann entweder zusätzlich Metallpulver dazu führen, also dass es dann also zu dieser Oxidation kommt. Also das Brennschneiden hier in erster Linie ganz klar für Stähle. Für Stähle, genau. Dann ist es überhaupt kein Problem. Alles klar. Was sind die Vorteile, dass wir mit Propan arbeiten? Also Vorteil von Propan, es ist ein Naturgas. Und es ist ein Flüssiggas, man findet also die Flaschen überall im Baumarkt. Es gibt die 5-Kilo-Flaschen, es gibt die 11-Kilo-Flaschen, es gibt die 33-Kilo-Flaschen. Man kann die Flaschen koppeln, wenn man eine höhere Entnahme haben will. Es ist ein sicheres Gas. Wir haben zu Hause bei Grillanlagen. Deswegen, also das ist nochmal ein Vorteil also von Propan, das kennen viele nicht. Die Sauerstoff-Propan, also Propan hat eine höhere, deutlich höhere Heizleistung als Acetylen. Acetylen also bringt also Sauerstoffacetylen Flamme, man erreicht also eine höhere Temperatur. Aber also wenn es um Wärmeeinbringung in Frage kommt, dann ist das so die Sauerstoffpropanflamme, die hat eine höhere Wärmeeinbringung. Bei dickeren Materialien, das ist also wirtschaftlich und vom Schneidprozess deutlich besser, wenn man Propansauerstoff verwendet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt vergessen. Ja. Weißt du, was ich weiß? Nein. Propan ist viel günstiger. Das kommt noch dazu. Genau, es gibt also dann Propan überall. Es wird in riesigen Mengen produziert. Das Herstellprozess von Propan ist viel einfacher, wenig aufwendiger als bei Acetylen. Ich sehe, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber wir können ja bei Harris nicht nur brennschneiden, wir können auch löten. Ja, wir können auch löten. Genau, weil die Firma Harris, wir sind Hersteller nicht nur von Gasregulierungsgeräten, von Autogen-Equipment. Wir stellen auch Lotzusatzwerkstoffe her, also Kupferlote, Silberlote, Messinglote. Das gehört alles zu unserem Programm. Das heißt, wenn man über das Hartlöten spricht, wir haben von der Gasquelle bis zu Lötmaterial, zu der Lötverbindung haben wir alles aus einer Hand. Alles aus einer Hand. Wenn ich jetzt als normaler Anwender so eine Ausrüstung haben möchte zum Brennschneiden, was muss ich da grob investieren? Reden wir da schon von 2.000, 3.000 Euro? Nein, um Gottes Willen. Das heißt, es ist preislich überschaubar für den normalen Anwender? Es ist extrem überschaubar, genau. Das sind Qualitätswerkzeuge, muss man das sagen. Da achten wir sehr auf Qualität, auf Sicherheit. Aber wir reden hier über keine große Investition. Kommt natürlich darauf an, welches Setup ich brauche. Genau, da kommt in Frage, was für ein Brenner, ja. Modell, was für Länge, was für Schlauchlänge, was für Druckminderer, je nach Anwendung. Wenn ich das Unternehmen Harris nicht kenne, was kann ich mir darunter vorstellen? Zu wem gehört Harris? Wie seid ihr aufgestellt? Also weltweit, wo wird produziert? Das würde mich interessieren. Genau, die Firma Harris gibt es schon seit über 125 Jahren. Ist ein amerikanisches Unternehmen. Wir gehören zu der Lincoln Electric Gruppe. Lincoln Electric ist der größte Hersteller weltweit von Schweißgeräten und Schweißzusatzwerkstoffen. Genau. Okay. Und diese Brenner und das Equipment, wo wird das hergestellt? Ah, genau. Also die hier, die wir jetzt vorgeführt haben, die werden in unserem europäischen Werk produziert, in Polen. Harris hat auch Werk in USA, hat Werk auch in Südamerika. Also wir beliefern unsere Produkte an alle Kontinenten. Wir sind weltweit sehr bekannt. Ja, gut aufgestellt. Carlos, danke dir für diese Vorführung. Ich habe eine Menge für mich dazu gelernt. Was jetzt spannend sein wird, das Löten interessiert mich auch noch. Da wird es spannend, einen Teil geben. Ja, danke für die Vorstellung und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.